Haus bietet, grob gesagt, drei verschiedene Sachen an. Einmal drei Second-Hand-Läden, in denen wir gebrauchte Kleidungsstücke, Möbel, Haushaltswaren etc. verkaufen. Und dann haben wir noch vier Lebensmittelmärkte. Das sind ganz normale Supermärkte, in denen man Waren des alltäglichen Bedarfs einkaufen kann. Und als drittes haben wir noch eine Transportabteilung, die zum Beispiel Haushaltsauflösungen durchführt, aber auch Waren wie Möbel zum Beispiel ausliefert. Das Markthaus ist ein Inklusionsunternehmen, das inzwischen seit fast 25 Jahren besteht. Und das bedeutet, dass bei uns rund 50% des Teams Menschen mit einer Schwerbehinderung sind. Ich arbeite hier seit 2014. Immer was anderes. Jeden Tag ist es ein bisschen wie ein Wundertüte. Viele tolle Spenden, viele interessante Kunden und sehr viel Vielfalt, auch was das Job angeht. Wir haben eine flache Hierarchie. Wir sind eigentlich per Du auch mit den Mitarbeitern und haben viele loyale Stammkunden und ziemlich alles, also von jeder Land, von jeder Herkunft und alles von 18 bis 70. Mit unseren Second-Hand-Läden möchten wir Waren, die Menschen irgendwann mal gekauft haben, einen neuen Wert bzw. weiterhin einen Wert geben, ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft, sodass sie, solange sie noch verwertbar sind oder verwendbar, besser gesagt, auch weiterhin eine sinnvolle Verwendung finden und dadurch auch Müll gespart werden kann und natürlich dadurch auch Ressourcen geschont werden. Alles, was wir im Sortiment haben, ist eine Spende. Großzügige Menschen trennen sich von Sachen und spenden es. Und hier ist, wo alles ziemlich stattfindet, weil hier ist quasi das Produktionszentrum des Markthauses. Die nehmen jeden Rohstoff an und preisen es aus und machen es verkaufsfertig und bringen es in Verkauf. Mit Praktikum angefangen und habe mich hier umgeschaut und das hat mir echt viel Spaß gemacht, weil ich halt auch schon in diesem Bereich schon gearbeitet habe. Natürlich auch mit Menschen mit Behinderung, das macht mir sehr viel Spaß. Wir geben Menschen die Chance, einen Arbeitsplatz zu finden, auch wenn sie vielleicht auf dem freien Markt keinen finden würden. Und wir bilden auch aus und wir bieten dadurch auch jungen Menschen die Möglichkeit, den Einstieg ins Berufsleben zu finden. Die GBG hat das Markthaus in die Unternehmensgruppe integriert, um vor allem die Quartiere zu stärken, insbesondere mit den Lebensmittelmärkten, die wir ja in zwei Mannheimer Stadtteilen führen und dann noch zwei außerhalb Mannheims. Dort sollen Märkte vor Ort sein, sodass auch Menschen, die vielleicht mobilitätseingeschränkt sind, Zugang zu Lebensmitteln oder zu Waren des täglichen Bedarfs haben. Aber auch unsere Erweiterung mit den Second-Hand-Läden, zum Beispiel in der Neckarstadt West, soll auch dort das Quartier weiterhin stärken. Also es gibt mindestens drei gute Gründe, bei uns einzukaufen. Erstens, um sich selbst eine Freude zu bereiten, weil man bei uns immer ganz tolle Schätzchen findet. Zweitens, weil man damit ein soziales Inklusionsunternehmen unterstützt. Und drittens, ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, weil es einfach wichtig ist, den Waren ein neues Leben zu schenken.